Hallo, heute gibt es den ersten Teil meines Monatsrückblicks für Februar. Es fing an mit Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle, von Sharon Dodua Otto. Es ist eine Novelle, die einige Themen anspricht, weswegen es gar nicht so leicht ist, dieses Buch zusammenzufassen. Die Protagonistin ist eine dunkelhäutige Britin, die nun in Berlin lebt. Sie und ihr Mann trennen sich gerade. Es geht hier also um Trennung und Trennungsschmerz. Die zwei haben auch zwei Kinder. Es geht hier also auch um ihre Rolle und auch die nicht immer einfachen Gefühle als Mutter. Genauso geht es hier auch um die Familie an sich, ihre Rolle auch als Frau. Es geht um Freundschaften und vor allem geht es auch um das Leben einer Frau, die mehrere Kulturen in sich vereint. Sie stammt ursprünglich aus Ghana, wuchs in Großbritannien auf und lebt, wie gesagt, seit einigen Jahren in Deutschland. In diesem Zusammenhang geht es auch um Vorurteile und um ihre Gedanken darüber und auch um ihre Wahrnehmung. Sehr viel mehr, glaube ich, kann ich über das Buch gar nicht sagen, außer vielleicht noch, dass bei allen Themen das Gefühl mitschwingt, sich verstellen zu müssen oder auch das Gefühl, sich in bestimmten Situationen nichts anmerken zu lassen. Es ist ein gutes Buch mit einer außergewöhnlichen Erzählweise, insbesondere wegen des Aufbaus. Während man das Buch liest, merkt man sehr schnell, dass man es nach dem Beenden nochmal durchblättern muss, aber nicht von Anfang bis Ende. Ich fand das Buch sehr interessant, allerdings jetzt, ich habe das Buch vor knapp über einem Monat gelesen. Und ich bin mir jetzt im Moment nicht sicher, wie lange mir wie viel von diesem Buch in Erinnerung bleiben wird. Ich befürchte, dass es keine sehr großen Spuren bei mir hinterlassen hat. Aber ich weiß es auch noch nicht. Empfehlenswert auf jeden Fall für diejenigen, die Freude haben an einem experimentellen Aufbau und die es nicht abschreckt, wenn viele Themen in einer kurzen Novelle angesprochen bzw. angedeutet werden. Dann ging es weiter mit Der Mond und die Feuer von Cesare Pavese. Das ist erstmals 1950 erschienen. Der Ich-Erzähler kehrt nach einigen Jahren nach Italien zurück, in das Dorf, in dem er aufwuchs. Nach der Rückkehr schwelgt er in Erinnerungen. Er ist Waise, er wuchs bei einer Familie auf. Mit 13 Jahren arbeitete er als Knecht auf einem Gut und als Jugendlicher, also einige Jahre später, hat er es geschafft, das Dorf zu verlassen und auszuwandern, und zwar in die USA. Nun ist er also zurückgekehrt als wohlhabender Mann. Er verbringt sehr viel Zeit mit seinem Freund aus Kindheitstagen und er möchte vor allen Dingen erfahren, was in den Jahren passierte, wo er nicht da war und was aus den Menschen passiert ist. Der Freund erzählt ihm zwar einiges, umgeht aber lange Zeit ein Thema, und zwar die Zeit des Bürgerkriegs. Erst später erzählt er darüber und dementsprechend wurde es für mich erst auch gegen Ende interessanter. An sich blieben mir sehr viele Figuren, so gut wie alle Figuren in diesem Buch leider sehr fremd. Der Anfang und der Mittelteil war für mich leider auch etwas langatmig. Insbesondere am Anfang fehlte mir auch ein wenig der rote Faden. Und als dann langsam Stück für Stück die interessanten Themen zur Sprache kamen, fehlte mir leider auch irgendwie der Reiz. Es war zu kühl und zu distanziert erzählt für meinen Geschmack. Außerdem war es auch zu wenig spannend und aufregend und deswegen für mich nicht mitreißend und/oder bewegend genug. Leider. Entweder habe ich dieses Buch zur falschen Zeit gelesen oder es liegt wirklich einfach nur daran, dass die Art, wie die Geschichte erzählt wird, nicht meinem Geschmack entspricht. Ich weiß es nicht. Es ist kein schlechtes Buch, aber eben auch kein Buch, das mir richtig gefallen konnte. Dann ging es mit einem tollen Buch weiter, und zwar Eine gebrochene Frau von Simone de Beauvoir. Das ist ein Buch mit drei Erzählungen, und zwar Das Alter der Vernunft, Monolog, und das ist auch wirklich ein Monolog, ein wunderbarer Bewusstseinsstrom, und Eine gebrochene Frau, titelgebend. Das sind Tagebucheinträge. Diese drei Erzählungen sind komplett unabhängig voneinander, ergeben aber letztlich ein wunderbares Ganzes. Denn sie haben einiges gemeinsam, wenn auch jeweils mit anderer Gewichtung. Alle drei Geschichten werden aus der Ich-Perspektive von Frauen über 40 erzählt. Es geht hier unter anderem um folgende Themen: das Alter und das Altern, die Einsamkeit, entsprechend auch mit den Hoffnungen oder Verzweiflungen. Und es gibt auch immer wieder einen Blick auf die moderne Gesellschaft, Ansehen, Ruhm, Strebertum und so weiter. Vor allem aber geht es hier um darum,
dass die Frauen innerlich kämpfen mit der Situation, in der sie sich gerade befinden und dabei auch um ihre Selbsteinschätzung. Die Frauen sind unzuverlässige Erzählerinnen und im Laufe der Geschichte gestehen sie sich dann die Wahrheit ein oder erkennen sie oder eben auch nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt gar nicht näher auf die einzelnen Geschichten eingehen möchte, denn es war einfach wunderbar zu sehen, wie sich das alles entwickelt und wer die Frauen wirklich sind und was wirklich ihre Probleme sind und wie sie damit umgehen und so weiter. Ich will mich gar nicht entscheiden, welche Erzählung mir am besten gefiel, denn ich fand sie alle drei auf ihre Art sehr stark. Ich hatte hier hinten auf dem Buch gelesen, dass Simone de Beauvoir unter anderem mit diesem Buch beabsichtigte, dass der Leser es miterlebt, nacherlebt und dadurch in die Haut eines anderen schlüpfen kann. Und das ist ihr, finde ich, äußerst gut gelungen in diesem Buch. Ich fand das alles sehr nachvollziehbar. Stellenweise war es auf jeden Fall auch bedrückend, wenn nicht sogar manchmal fast schon frustrierend, wenn man im Kopf der Protagonistin steckte und alles wirklich miterlebte und nachfühlte und so weiter. Sehr ausdrucksstark, wunderschön geschrieben. Es gab einige Stellen, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben. Trotzdem war es auch sehr kurzweilig und auch, finde ich zumindest, sehr unterhaltsam. Also was will man eigentlich mehr? Ich fand dieses Buch, wie ihr euch denken könnt, auf jeden Fall wirklich richtig toll und kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, im Laufe meines Lebens alle Werke von de Beauvoir zu lesen. Ohne Zeitdruck. Dann hatte ich gelesen Die weiße Stadt von Carolina Ramqvist. Der Klappentext hatte mich sehr neugierig gemacht auf dieses Buch, denn da steht, dass Karin ein Leben in Luxus führte, nun aber vor dem Nichts steht. Sie kann noch nicht mal mehr ihre Stromrechnung bezahlen. Nach diesem Absturz entscheidet sie sich für den Kampf. Karin hatte ihr Luxusleben einzig ihrem verstorbenen Freund zu verdanken, der sein Geld mit illegalen Geschäften verdiente. Er ist also tot. Sie hat vermutlich während der Trauerphase alles Geld ausgegeben und ist wirklich finanziell ruiniert. Und sie hat eine Tochter, ein Baby, um das sie sich noch sorgen muss. Wie sieht also Karins Kampf aus? Sie geht zu der sogenannten Familie, das sind die Freunde ihres verstorbenen Freundes, die in diese illegalen Machenschaften verwickelt waren. Sie klopft an die Tür dieser Familie und sagt, mir steht auch bestimmt noch ein Anteil zu, ich hätte gerne das Geld. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich niemand für sie verantwortlich fühlt. Ich weiß nicht, ein Kampf beinhaltet doch zumindest einen Plan B. Sei es auch nur so etwas Simples wie der Gedanke, sich vielleicht einen Job zu besorgen. Ist leider nicht. Das Einzige, was Karin hier macht, außer um Geld zu fragen und zu bitten, ist, dass sie ihre kleine Tochter beobachtet und sie stillt. Klar, das gehört dazu, keine Frage, aber ich weiß wirklich nicht, warum man immer wieder darüber lesen muss. Ob die Autorin mit dem Stillen noch irgendetwas aussagen wollte? Ich wüsste nicht was. Ich war wirklich sehr enttäuscht, weil sehr viel mehr passiert hier nicht. Wobei das Ende sehr offen ist, es kam auch sehr unerwartet, aber für mich genauso unglaubwürdig. Für mich leider wirklich eine absolute Enttäuschung. Dann habe ich ein englisches Jugendbuch gelesen und zwar The Bone Sparrow von Zana Freilan. Ich habe über dieses Buch schon gesprochen, deswegen halte ich es hier ganz kurz. Es geht hier um das Leben in einem Flüchtlingslager in Australien. Wir lesen über Subi. Er ist 9 Jahre alt und wurde in diesem Flüchtlingslager geboren, weshalb er ein Leben außerhalb dieser Zäune überhaupt gar nicht kennt. Es gab ein paar Stellen in diesem Buch, die mich wirklich sehr bewegt haben. Es ist ein Jugendbuch, aber ich finde auch sehr empfehlenswert für Erwachsene, die sich für dieses Thema interessieren. Ich denke wirklich, dass dieses Buch niemanden völlig kalt lassen wird. Falls ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, verlinke ich natürlich das Video 6 Bücher Flucht, Auswanderung, Asyl unten in der Infobox. Zum Abschluss für diesen Teil gibt es noch ein wunderbares Buch und zwar Jean Betten, Pilotin von Fiona Kidman. Das ist ein biografischer Roman über Jean Betten, eine neuseeländische Flugpionierin. Sie lebte von 1909 bis 1982. Als Kind schon war sie fasziniert von der Fliegerei und so stand für sie auch sehr schnell fest, was sie wollte.
fliegen. Nur, dass es seinerzeit damals keinesfalls selbstverständlich war, dass Frauen Pilotinnen werden. Jean hielt aber an ihrem Traum fest. Sie war ohnehin eine sehr willensstarke und ehrgeizige Person. In ihrem privaten Umfeld bekam sie nur Unterstützung von ihrer Mutter. Und sie hat sehr viel dafür getan und sehr viel dafür gegeben, um aus ihrer Tochter eine Pilotin zu machen. Trotz aller wirklich schweren Umstände hat Jean es dann auch geschafft. Sie wurde Pilotin. Sie ist einige Soloflüge geflogen, auch lange Strecken. Sie hat einige Abstürze erlebt und sie hat einige Rekorde gebrochen. Und so wurde sie dann berühmt und gefeiert. Ihr Ehrgeiz ließ aber nicht nach. Sie setzte sich immer neue Ziele und ja, sie lebte für das Fliegen. Aber, und das fand ich so gut, es ist nicht nur ein Buch über Jean Batten als Pilotin, sondern auch als Privatperson. Wir lesen hier also auch über ihre Kindheit, über die Verhältnisse in der Familie, ihre Liebesbeziehungen, ihre Ausbildung, Freundschaften und vor allen Dingen auch über die besondere Mutter-Tochter-Beziehung. Es geht also neben ihren Träumen und Zielen, ihrem Antrieb, ihrem Mut und den folgenden Erfolgen auch um ihre Ängste, um ihre Einsamkeit, um die gelegentlichen Zweifel und um den Schmerz, den sie erleidet. Es ist, kurz gesagt, die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau mit einem außergewöhnlichen Leben. Und Fiona Kidman hat das alles wunderschön erzählt. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr kurzweilig, es ist sehr interessant und informativ auch. Und inspirierend fand ich es auch. Ja, ich kann es wirklich empfehlen. Ich fand das Buch wirklich große Klasse. Und damit wären wir am Ende des ersten Teils meines Lesemonats. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare. Lasst mir gerne eure Gedanken zu diesen Büchern da. Ich kündige an dieser Stelle allerdings auch gleich an, dass ich höchstwahrscheinlich einen Tag, nachdem dieses Video hochgeladen wird, in London sein werde. Das heißt, ich werde eure Kommentare erst ein paar Tage später beantworten können. Nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, ich wünsche euch bis dahin dann noch eine schöne Lesezeit. Macht's gut. Tschüss!